Ich sitze hier auf einem Erbstück von meinem Großvater. Er hat das Sofa selber gebaut und es war jahrelang im Familienbesitz, bis ich es dann übernommen habe, als ich mein allererstes Büro in Jena eingerichtet habe. Ich war dort vor 16 Jahren als Nachwuchsgruppenleiterin, zunächst eigenständig und durfte mir in einer kleinen Baracke, die ursprünglich für Hilfsarbeiter vorgesehen war, dann mein erstes Büro einrichten. Und ich hatte bei der DFG einen Antrag gestellt für die Laborausstattung, für die Geräte und Chemikalien und die Mitarbeiterstellen und unter anderem auch ein Sofa mit reingeschrieben. Und es wurde alles genehmigt, bis auf dieses Sofa. Und ich glaube, ich habe es nicht gut genug begründet, denn in unserem Metier braucht man öfter mal eine Übernachtungsgelegenheit, zum Beispiel um Übernachtmessungen am Spektrometer durchzuführen, wo alle paar Stunden die Proben gewechselt werden müssen. Und das Gerät läuft ja Tag und Nacht, weil der Messbetrieb so teuer ist. Und daraufhin habe ich dann das Sofa meiner Familie übernehmen dürfen und habe darauf geschlafen. Seit langer Zeit hatte ich ein unheimliches Schlafbedürfnis, da ich 2-3 Wochen durchgearbeitet hatte an einem neuen Projekt. Und wusste, ich musste etwas einreichen, habe es an dem Morgen um 10 Uhr geschafft und um 11 Uhr hatte ich eine Delegation aus Frankreich erwartet. Und in den 60 Minuten, die mir blieben, habe ich mich dann auch hier hingelegt. Und als die dann anklopften, bin ich leider ein bisschen verstrubbelt und ohne Brille und ohne Schuhe da zur Tür. Und haben sich alle sehr gefreut, dass sowas noch vorkommt. Solche Phasen sind selten, aber sehr wertvoll. Ist jetzt das zweite Mal in 10 Jahren, dass ich wirklich so intensiv mich mit einem Thema beschäftigen konnte. Und mittlerweile habe ich mir einfach die Freiheit genommen, das zu tun. Das letzte Mal war das dadurch bedingt, dass ich meinen Führerschein abgeben musste und dadurch gezwungenermaßen viel Zeit dann auch zu Hause verbracht hatte und dort mit den Mitarbeitern überlegt, gearbeitet, sogar gebastelt habe. Ich habe Ihnen hier sogar ein Modell mitgebracht, was damals als Produkt unserer Geistesarbeit rausgekommen war. So stellen wir uns eine Pore vor, die aus vielen einzelnen Molekülen zusammengesetzt ist. Und der Witz an dieser Geschichte ist, dass sich die Moleküle durch ganz einfache physikalische Prinzipien verbinden, nämlich positive und negative Ladungen, die sich gegenseitig anziehen. Das weiß ja jeder. Und wir hatten in der Sequenz, das heißt in der DNA kodierten Aminosäuresequenz dieses Proteins festgestellt, dass dort eine Symmetrie auftritt. Und allein durch die Vorstellung und Beschäftigung mit dem Thema haben wir uns überlegt, das muss aus lauter helikalen Segmenten, also solchen Rollen hier bestehen. Und die müssen auf eine bestimmte Weise zusammengefügt sein. Das haben wir dann hier mit Klettfilm versucht zu imitieren. Naja, und damit war eigentlich die Idee geboren, wie das tatsächlich in einer Zellmembran auszusehen hat. Und es hat dann noch 2 Jahre gedauert, bis wir die entsprechenden Experimente durchgeführt haben, bis wir schönere Modelle gebaut haben, auch im Computer. Aber letztlich hat sich das bestätigt, was wir hier erstmal so als gedankliches Konzept entwickelt hatten. Und das ist vor 3 Jahren praktisch bei mir zu Hause am Esstisch entstanden mit meinen Mitarbeitern. Das ist ein Oligomer, also ein Zusammenschluss aus 12 einzelnen Proteinen, die sich alle gleichen. Und die bilden einen Ring. Und das Mittlere dieses Ringes ist wasserliebend. Das heißt, da kann Wasser oder Ionen oder lösliche Bestandteile hindurchfließen, während der Rest in einer Zellmembran eingebettet ist, die ja ansonsten diese Barrierefunktion ausübt. Und der Witz ist, dass die wasserliebenden Teile abgeschirmt sein müssen von den äußeren fettliebenden Teilen, die in die Membran eingebettet sind, denn Wasser und Fett vertragen sich ja nicht. Und daher ist diese komplexe Proteinarchitektur vorhanden, um praktisch nach außen hin die Abschirmung für dieses definierte Loch in der Membran zu bilden. Aber das ist natürlich nur ein kurzfristiges Loch, denn wenn es lange leben würde, würde die Zelle ja ausfließen. Aber hier durch dieses Loch werden Proteine transportiert, die in Bakterien hergestellt werden und dann die Außenwelt erreichen müssen. Und so sieht das aus. Also wir haben mittlerweile natürlich viel schönere Bilder, aber das hat geholfen, sich mal über die dreidimensionalen Zusammenhänge klar zu werden. Dann haben wir das noch etwas professionalisiert. Das haben wir hier sogar für unsere regelmäßige Gruppenbesprechung, mittlerweile für alle Proteine, mit denen wir arbeiten, haben wir jetzt sehr schön automatisch auszudrückende DIN A4-Papiere. Die werden dann mit Klebestift zusammengeklebt. Und
Blätter kann man sehen, welche fettigen, butterfarbenen, gelben Aminosäuren mit den geladenen blauen und roten Aminosäuren sich gerne aneinander schließen möchten. Und dann kann man anfangen, Moleküle zu docken. Und ja, das ist ein sehr viel billigerer und anschaulicherer Weg, als wenn man wie hier oben die Molekülmodelle baut. Das sind ja so kommerzielle Kits, wo man ganz viele Stäbchen und Kugeln zusammenstecken muss. Aber eigentlich sieht man daran weniger als durch so ein System, was man sich selber bearbeitet. So wie man einen Menschen kennenlernt mit seiner ganzen Komplexität, ist ja auch das Molekül etwas, was man zunächst mal nur langsam betrachten kann und mehr Eigenschaften kennenlernt. Wie verhält es sich unter verschiedenen Bedingungen? Wie sieht es aus? Wie kann es seine Struktur ändern? Mit welchen anderen Molekülen mag es gerne in Wechselwirkung treten? Und irgendwann hat man dann mehr noch als eine dreidimensionale Vorstellung davon, sondern entwickelt auch ein Bauchgefühl. Wie verhält es sich in dieser Membran oder in der Membran? Und natürlich liegt zu Anfang furchtbar viel Wissen, also ein langes Studium und eine intensive Beschäftigung mit der Materie zugrunde. Aber ich glaube, es entwickelt sich sowas wie ein Bauchgefühl, dass man unbewusst sehr viele Aspekte mit in eine Betrachtung einfließen lässt, die dann zu neuen Ideen und wirklich einer kreativen Hypothese führen, die sich dann sehr gezielt, sehr rational, experimentell beweisen lässt. Ganz häufig gerät das Leben auch richtig in Unordnung, wenn man auf einmal merkt, dieser Aspekt einer Hypothese, der passt ja nun gar nicht mehr mit bestimmten bekannten Parametern oder mit neuen Erkenntnissen zusammen. Und das ist ein sehr beklemmender Moment. Dann dauert das bei mir, es arbeitet bewusst, unterbewusst, bis man andere Möglichkeiten findet, um das Weltmodell dieses Moleküls wieder passend zu machen. Und diese verschiedenen Möglichkeiten werden, ja, die kann man dann auch wieder verfolgen und messen, bis es wieder passt. Und so ist eigentlich die ganze wissenschaftliche Beschäftigung, besteht darin, dass man Ordnung schafft aus zunächst unzusammenhängenden Fakten oder Erkenntnissen. Und ja, das ist sehr erfüllend. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die wichtig sind als Wissenschaftler. Der eine ist sehr egoistisch, dass man einfach, oder dass ich zumindest genieße, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen, neue Erkenntnisse zu haben, auch wenn sie klitzeklein sind. Es gibt ja jeweils einen Adrenalinkick im Gehirn. So wie wenn man mit dem Ego-Shooter jemanden umgebracht hat, habe ich halt meine wissenschaftlichen Aha-Erlebnisse. Und das Zweite ist dann aber auch ein Aspekt, der in die Anwendung führt. Zum Beispiel würden wir versuchen, mit unseren neuen antibiotischen Peptiden Wirkstoffe zu entwickeln. Die können wir natürlich nicht selber als kleine akademische Gruppe durch die klinischen Phasen bringen. Aber ich war gestern zum Beispiel bei einer großen Pharmafirma und die wird sich bemühen, uns da unter die Arme zu greifen. Und wenn das klappt, wenn wir Glück haben mit deren Unterstützung, könnte sogar ein Teil unserer Forschung wirklich für die Menschheit aktuell von Hilfe sein, weil ja Antibiotikaresistenzen derzeit eine ganz massive Bedrohung darstellen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der einem dann hilft, kritischere Phasen durchzuhalten, wenn man sagt, vielleicht kommt am Ende tatsächlich was raus, was dann nicht nur neues Wissen erzeugt, sondern auch ein Produkt, was Menschen rettet. Ja, ich bin jetzt 10 Jahre hier und am Anfang war ich furchtbar jung und unerfahren, hatte also durch mein Studium in England und durch meine Juniorprofessur in der ehemaligen DDR, also in Jena, wenig Erfahrung mit den Fakultätsgeschäften und habe mich häufig gefühlt wie im Haifischbecken, was vielleicht nicht persönliche Gründe hat, aber einfach Interessenskonflikte, Verteilungskämpfe um Räume, um Gelder. Und ich glaube, man lernt, ein dickeres Fell zu bekommen und die Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Zu Anfang war ich sehr unerfahren natürlich und sehr, also rein wissenschaftlich ausgerichtet und habe dann erstmal erkennen müssen, dass ganz viele andere Tätigkeiten auch zum Berufsbild dazu gehören, wie die Arbeit in der Fakultät, die Beantragung der Helmholtz-Programme und die Leitung einer immer größer werdenden Arbeitsgruppe. Wir sind mittlerweile über 40 Leute und das hat natürlich
viel Zeit und Aufwand erfordert. Man musste sich ja auch in alle möglichen administrative Prozesse einarbeiten. Und das war schon ziemlich frustrierend streckenweise. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich gelernt, dass manche Dinge einfach nicht so wichtig sind, wie sie im ersten Moment erscheinen. Wenn dann wieder eine E-Mail bekommt, dass man bis da und dahin all die Informationen zusammentragen muss. Manchmal reicht es dann auch, wenn die Information nicht perfekt und komplett ist. Und es war ganz interessant, dass ich schon sehr früh praktisch eine Brücke zwischen dem universitären Teil und dem Forschungszentrumsteil des KIT gebildet habe, als wir noch gar nicht KIT hießen. Das heißt, wir mussten praktisch innerhalb meiner Gruppe zwei ganz unterschiedliche Kulturen zusammenfügen. Die Uni war dynamisch, sehr jung, hatte ganz wenig Geld. Aus diesem Umfeld kam ich ja selber. Und am Forschungszentrum, dem ehemaligen Kernforschungszentrum, war eine ganz andere Philosophie. Das waren vorwiegend Mitarbeiter auf festen Stellen, die allesamt älter waren als ich und die hervorragendes Wissen mitbrachten, aber nicht in so einem chaotischen Umfeld wie der Uni vertraut waren. Und wir haben dann also als allererstes eine Gruppenklausurtagung zusammen durchgeführt in einer Jugendherberge, wo die Vorträge in der Scheune stattfanden. Und das war schon kritisch, weil die beiden Gruppen bislang ja auch wenig persönliche Wechselwirkungen miteinander hatten. Die wurden dann zusammengepfercht, 3-4 Tage lang, mussten Vorträge halten. Abends zusammen hatten wir eine Gitarre dabei, haben auch zusammen gesungen. Und ich glaube, damit ist das Eis gebrochen, dass tatsächlich Vertrauen geschafft worden ist. Aber das ist mir ein wichtiges Anliegen zu sagen, dass auch die menschliche Komponente, das Miteinander der Leute stimmen muss. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann hat man es schwer. Denn nur auf Wissenschaft und Fakten kann man keine Kreativität und keine Produktivität aufbauen.